jetzt noch auf Mr. Swiss. Was sind No-Gos beim Geschlechtsverkehr, also beim Geschlechtsverkehr? Zürich, Straßenumfrage. Ich bin mir nicht sicher, ob das wieder auf Schweizerdeutsch ist. Aber ganz ehrlich, Digga. Ich hab mich eigentlich, Digga. Dann ist es halt nur für die Schweizer Fans, die mich abonniert haben. Let's go. Ich bin am checken, ob es hebt. Wieso? Weißt du, es sieht so aus, als wäre es klar. Ah, nein, ich bin da für ein Video. Und heute bin ich da am Lette in Zürich und heute frage ich mal die Leute, was eigentlich die No-Gos sind während dem Sex. Let's go. Zuerst mal, wie heißt es? Mein Name ist Jeremy. Duigo. Noel. Tara. Jordi. Noel? Noel. Jordi. Als Zelda? Mädchen. Lenti. Selten gehört. Du bist überall. Ist dir das bewusst? Nein, du bist überall. Was sind No-Gos beim Sex? Ah, No-Gos beim Sex? Ja. Yeah. Bro, hast du gern, wenn eine Frau mit dem Finger auf den Arsch kommt? Nicht, gell? Also ich habe es jetzt noch nie ausprobiert. Das ist so dein No-Go. Als Lecken, als Finger, als alles, was mit dem Arsch zu tun hat. Mein Ass bleibt immer noch Jungfrau. Okay. Es ist okay. Immer noch zum Schießen und nicht zum irgendetwas. Was haltet ihr von Leuten mit roten Haaren? Persönlich muss ich sagen, es ist schon ein bisschen Swag. Was ist, wenn ich sage, es ist nicht Swag? Du bist nicht Swag. Ich bin Swag. Okay, was kannst du mir so als einer, der nicht Türkisch redet, Sachen beibringen? Amanakoyim. Das sage ich, wenn ich eine Frau Hoi sage. Yeah. Sage ich Amanakoyim. Yeah. Okay. Was sind No-Gos beim Sex? Würgen. Würgen? Ja. Also so Sachen nicht. Gar nicht. Ein paar findet es geil, aber ich finde es nicht geil. Also ich habe auch schon Sachen gehört wie Schlag, aber du bist... Nein. Gar nicht. Schlicht. Normal. Okay. Darf ich das? Schenkst du mir? Nein, sicher nicht. Bitte. Für was? Okay, komm, du musst berühren. Du bist sowieso... Wenn du berührst, dann bekommst du zurück. Komm. Oh, scheiße. Nein, du bist so ein Arsch. Nein, nicht akzeptieren. Das ist absolut No-Go. Was? Nein, nicht akzeptieren. Nein. Vor dem Sex, während dem Sex, egal, wenn eine Frau Nein sagt, ist fertig. Der Mann hat aufzuhören. Muss man akzeptieren. Aber auch der Mann, für den Mann gilt genau das Gleiche. Wenn der Mann nicht will, hat die Frau aufzuhören. Ja, einfach so fehlende Kommunikation allgemein. Also es ist eigentlich alles gut, wenn man es abmacht. Aber man muss es zuerst absprechen. Nicht fake stehen. Bannen. Dann Sex. Yeah. Einfach aufhören. Sie hat einfach auf. Einfach aufhören. Sie sagt einfach, keine Lust mehr. So, sagen wir mal, der Mond wäre jetzt 110 Tonnen. Wie schwer wäre der Halbmond? Immer noch 110 Tonnen. Was sagst du? Es ist ja nur das Licht, das sich verändert. Wir sind zu schlau, wir sind zu schlau. Aber wenn sie kotzt, hast du gern, wenn jemand an deinem Dick kotzt oder so? Hold up. Wait a minute. Ja, was? Du solltest mehr an Karotten lutschen als an Lollipops. Nein. Karotten sind gesünder. Okay? Ich esse Karotten, ich lutsche nicht dran. Kannst du die Vitamine rauslutschen? Nein. Isst du sie ja lieber? Ich lutsche auch am X. Man muss duschen ziehen, Mann. Hygienisch. Duschen ziehen. Oh yeah. Ich meine, jeder soll machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. So sein, wie er will. Okay. Die Person finden, die das will. Jordi, deine Füße sehen so aus, als bräuchte ich ein bisschen Wasser. Wasser, Bro. Hat jemand Lotion? Bro, krank, ey! Krank, Bro! Wenn sie behaart ist, Bro. Behaart? Was sind sonst noch No-Gos? Bro. Er mag nicht mehr. Wenn du verlierst in Scherenstein-Papier, dann muss ich dir sagen, wie du reinspringst. Ja. Wenn ich verliere, dann kannst du mich so fest, wie du willst, da draufhauen. Stein-Papier, Scherenstein-Papier. Bevor du springst, ich habe keine Haftung. Das Einzige, was ich machen kann, dich zum Krankenhaus bringen. Entschuldigung, was machen Sie da genau? Français? Oui, okay. I would like to ask what you're doing here. Holidays here. Yeah, just here. Stupid. There are much better places. I'll just let you know. But okay, that's cool. So, Sachen sagen während dem Bumsen. Sachen sagen. So ficken. Du bist gerade am ficken. Ich meine, ich weiß ja. Okay. So, wieso sagst du, fick mich, wenn du mich am ficken? Was sagst du an deine Freundin? Get out of here.
Was muss ich sagen? Was muss die Freundin wissen, was deine Lieblingsposition ist beim Sex? Get out right here, man. Shit, I'm saying. Wir machen kein Sex. Kein Sex vor der Ehe. Ich meine, Doggy geht schon, oder? Also für andere ja, aber in unserer Beziehung nicht. Wegen? Das ist Haram. Und wo ist der Halal? Frauen halt, rasieren euch. Bist nicht so eher so der Buschmensch? Nein, gar nicht. Aber dafür bist du aber auch rasiert, natürlich, oder? Ja, jeden also, zweiten Tag. Okay, oh. Jeden zweiten Tag. Routine, Frauen, Routine. Wieso sind wir so schlau? Jetzt kannst du sicher dein Geheimnis verraten. KV-Lehr. Okay, und du? Matur gemacht. Matur gemacht, sagt schon vieles. Also ich habe auch die Matur gemacht, aber viel hängen geblieben ist jetzt bei mir nicht. Okay. Dann danke ich euch vielmals und viel Spaß noch. Das nehme ich sonst einfach mal mit, so. Ja, schönen Tag noch, Tschüss. Wenn ihr das zum Essen heute Abend? Soll ich zurückgehen, gell? Korrekt. Er hat gesagt, ich soll es zurückgehen. Nein. Schaut, dass ihr gut heimkommt. Ich schaue. Augen sind auf euch. And where are you going now? Can I come with you? No. Why? Oh, das habe ich verstanden. Das heisst nur für zwei Personen. Je ne personne. Je l'animal. So ein fetter Korb. F an dem Bro. Ich dachte, die Verbindung war da. Gewesen. Somebody get him! Was sagst du zu Frauen mit aufgespritzten Lippen? We love it! We love it, okay. We love it. Machst du es für dich oder für andere? Beides. Ich fühle mich schöner und es finden auch andere schön. Weißt du, was ich meine? Geschmackssache. Ja. Ich finde es jetzt nicht schön. Okay. Schade. Ich bin ehrlich. Super! Wie ein Fisch, oder? Sie, Entschuldigung, das ist Veloverbot. Wir kennen dich ja als Witzemaster. Du kannst mir sicher noch mal einen Witz erzählen. Also, es ist so. Ich und mein Cousin sind so im Bett gewesen, am Chillen. Ist die Kellnerin gekommen, hat so geklopft. Du tue ich so. Ich habe keinen Witz. Ey, ich habe keinen Witz. Mach ich aber keinen Scheiß. Sorry, are you guys from here? Yes. Yeah. Where is exactly the main station? The main station? Yeah. This is the main station. Oh, here. Yeah. Do you need to find any gate? Benutzt immer Kondome, fickt nicht einfach so umeinander, sucht nur die Besten, die mit der guten Qualität. Auf Insta heißt ich Teddy Fresh. Teddy Fresh, okay, looking fresh. Immer fresh. Hey. No, the main station. Upstairs, oh, okay. So you go there and then left. And then you can go up and then it's the main stage. All right. Ja, danke vielmals. Hey, schönen Tag. Peace. Stupid. Ja, be safe, wear a condom. Ja, Bro, hast du erst ein Papier verloren gegen den Deal anbieten. So, das wär's gewesen, Leute. Danke vielmals fürs Zuhören. Stopp. Was machst du da? Bist du behindert? Das ist verboten, was du machst. Plus noch nicht zahlen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bruder, war ein okayes Video.